Hallo meine lieben Königinnen, willkommen zu dieser Legung. Heute wird das eine Sitzung sein, wo ich mehr channeln werde, weil heute so ein Portaltag ist, 22.12. und die Energien sind sehr durchlässig. Ja, ich möchte heute nicht zu strukturiert vorgehen, sondern mal schauen, dass ich so gut wie möglich, so viel wie möglich dir rüberbringe, was ich aus der, nenne das aus der Quelle, Akasha-Chronik, aus dem Flow für dich empfangen kann. Jeder nimmt bitte so viel mit, wie es passt. Ja, du wirst es spüren, du wirst es fühlen, ob das fühlen, ja, ob das mit dir tatsächlich übereinstimmt. Und wenn nicht, dann ist es immer noch eine, weißt du, allgemeine Legung. Vielleicht ist diese Info für eine andere Person bestimmt. Also so schön schauen, okay, was nehme ich, was ist nicht für mich. Ja, oder vielleicht für später bestimmt, weil nicht jede Information muss bei euch unbedingt zu 100% ankommen. Ich weiß, die Legung resoniert ja sowieso sehr gut, ja, aber heute mache ich das bewusst, dass ich so viel, vielleicht irgendwelche Wortfetzen, etwas, was mir reinkommt, sage ich, ich sage dir Bescheid. So, bevor wir beginnen, ich möchte Michaela grüßen und dir, meine Liebe, alles Gute zum Geburtstag wünschen. Tada! Ich weiß, dass du Geburtstag hast. Bleib glücklich, gesund und ganz viel Liebe für dich. Okay, so, ich bin euer Fan, ich brenne für euch. Ja, heute soll sowieso das Licht geboren werden. Wir wollen hier jetzt auch solche künstlichen Wehen hervorrufen, ja, damit Geburtsprozess entspannter vonstatten geht und es gebe Licht. Yes! Okay, welche Serie haben wir heute? 1024. Ach so, übrigens, ich brauche noch ein bisschen Palo Santo. Muss ich hier machen? Ja, meine Lieben, denkt bitte an die Person, die heute erscheinen darf. Ich werde schauen, wie ich diese Legung nenne. Ja, heute erstmal ohne Titel. Mal gucken. Auf jeden Fall Gedanken werde ich mir anschauen. Und erstmal darf die Person hier im Hintergrund nervös rauchen. Wenn du dich fragst, wer raucht denn Anna immer hinter deiner Kamera? Na, das ist doch dein Crush. Ja, das ist dein Herzensmensch. Er ist total nervös und raucht. Ja, die ganze Zeit mit zitternden Händen, wenn wir hier auf ihn Karten legen. Gut. Ganz genug geredet, finde ich. Und jetzt, ich muss mich kurz konzentrieren und einstimmen. Das würde ich dir auch empfehlen. Wie du siehst, ich habe hier zwei Decks. Ich habe hier einen Plan. Das sind die dunklen Energien. Werde ich mit dunklen Karten abfangen. Und das sind die hellen Energien, sodass die Legung rund wird und wir nichts aufmachen, was wir nicht wieder verschließen können. Das Fass wird wieder zugemacht. So gehen wir ran. Und heute soll so eine Legung sein, wo es nur das Beste für dich rauskommt. Das ist auf jeden Fall hier wichtig. Ich beginne mal mit ein bisschen Keller. Ja? Das ist nicht die tiefste Etage, nicht minus 100 Etage. Das ist hier minus 1 vielleicht. Tiefer möchte ich nicht gehen, wir gehen lieber höher. Wie sieht die höhere Macht eure Verbindung? Was gibt es hier an, sei es dunklen Geschichten, an Schwachstellen und was ist das, was darf heute rausgeholt werden? Generell darf die Frage sein, okay. Wow, guck mal, das, wow, wow, ich schweige lieber. Gut, ich kommentiere nicht zu viel, hier kommt der Teufel. Genau richtige Energie, ja, genau das wollen wir sehen. Okay, los. Hier kommen solche dunklen Geheimnisse. Man weiß nicht alles übereinander. Nenne das Abhängigkeiten, Triebe, dunklen Geschichten, irgendwelche Leichen im Keller, Geheimnisse, über die man nicht sprechen möchte, weil das ist so eine Sache ist, wo man nicht zu viel verraten möchte.
Ich denke, das ist mehr er. Jetzt ist das mehr er. Aber das kann euch natürlich beide betreffen, ja? Das ganze, die ganze Beschreibung. Muss nicht immer heißen, die Männer sind immer nur böse, ja? Und ich will nicht sagen, dass du böse bist. Wir alle haben Böses und Gutes in uns. Es ist nur an uns, wie wir diese Energien ausbalancieren. Das habe ich schon 100-mal gesagt. Damit hier ein gutes Bild abgegeben wird. Sehr wortgewandt. Beide eventuell auch. Entschlossen. Hier gibt es Verstecktes. Genau das möchte ich noch näher angucken. Ja, dass da die Fassade eine andere ist, das habe ich schon ungefähr gewusst. Hier wird Leichtigkeit gezeigt. Hier wird eine andere Art gezeigt. Das ist normal. Das ist normal, weil wir tragen alle Masken. Ja, wir müssen die tragen. Mal tragen wir eine Maske, sei es der Freundin, mal der Mutter, mal der Gewinnerin, mal der Verliererin. Und das muss alles sein. Ja, das sind so die gesellschaftlichen Rollen auch und das ist wichtig. Der Mensch, auf den du schaust, er ist sehr zielorientiert. Ich möchte das nicht negativ beschreiben, denn es ist schon lobenswert, wenn man Ziele hat, Wünsche hat. Denn viele Menschen wissen nicht, okay, was wünsche ich mir überhaupt? Ja, und da muss ich immer wieder sagen, wenn jemand, sei es zu mir kommt, und da muss ich sagen, okay, das ist so toll, das ist deine Ressource, dass du deine Wünsche hast. Ja? Schauen wir mal, ob du auch deine Wünsche hast. Manche Menschen haben wirklich keine Wünsche, ja, keine Ziele, keine Träume. Ja, bitte beraubt euch selbst nicht. Egal, was du dir wünschst, das müssen nicht die größten Wünsche sein, ever. Ja, du kannst dir etwas wünschen, was dich einfach glücklich macht. Etwas Kleines, wenn es dann so ist. Ja, und dann wird dein Appetit auch langsamer wachsen. Hier hat die Person deren neuen Wünsche. Mindestens 9 Wünsche, ganz viele. Ja, hier wird ganz viel erwartet. Und diese Person wird nichts annehmen, was nicht zu diesem Plan passt. Sei es, dieser Mensch sieht ganz genau, wohin er bereit ist, mit dir zu gehen. Bis wohin ja und bis wohin nein. Wenn eure Verbindung es vielleicht sogar behindert, dass er da nicht an seinen Vorhaben arbeiten kann, an seiner Karriere, an seinen Projekten vernünftig arbeiten kann, dann kann es gut sein, dass diese Person hier ja, aussteigt. Genau, diese Karte hier, 3 der Münzen, hat sehr unter Kontrolle. Und das sehr unter Kontrolle, weil ansonsten würde diese Person einfach in so ein Loch fallen. Ich kann mir hier auch jemanden vorstellen, sei es mit solchen Sternzeichen, sei es irgendwo gibt es da Löwe, ja, im Aszendent oder weiß ich nicht, sogar im Mond. Also so richtige, oder wieder, ja, so richtige, die erreichen wollen. Und für die ist das wichtig. Aber das muss jetzt nicht mit Sternzeichen alles immer sein. Das ist nur allgemein, damit du verstehst, was ich hier meine von der Energie her, von der Qualität. Wird das versteckt? Ambitionen, das sind große Ambitionen. Ich möchte das nicht bewerten. Ja, wir haben Dunkles gefragt. Naja, okay, dann ist es vielleicht doch mehr auf der Skala. Ja, dann weicht das etwas eben ab. Mehr ins, sei es Negative. Ja, oder wo man dann doch noch in den Mangel geht. Dies ist nicht das, was die Person vielleicht sogar kontrollieren kann die ganze Zeit, aber so grob ist das klar, dass es noch viel zu erreichen gibt. Hier muss noch mehr rein. Hier kann es regnen, ja, hier kann es, sei es Geld regnen, hier kann es etwas sein. Ganz viel kann noch geschehen und das möchte die Person nicht verpassen. Hier muss man auch noch auf die Intimität hier schauen. Ja, wie ist das? Ist das eine sortierte Geschichte? Hat er vielleicht wechselnde Geschichten? Ja,
auch ohne Bewertung hier. Muss auch nicht für jeden resonieren, wenn du sagst, nee, er hat niemanden, ja. Und wenn er selbst Single ist, naja, dann ist das nun mal sein Leben. Ja, was soll man denn da sonst erwarten? Ich sage die Karten, man soll doch Single-Leben leben und alles ausnutzen, ja, und richtig viel Spaß dabei haben. Ja, eine gesunde Einstellung, okay. Wir haben doch nichts gesagt. Oder hat jemand von euch was dagegen? Schreibt es in die Kommentare, bitte. Und oft fällt es dieser Person schwer, von diesen Gelüsten wegzugehen. Natürlich, wenn der Teufel dich so verführt, dass du, sei es links und rechts, was bekommst, wer würde da widerstehen? Natürlich starke Persönlichkeiten, ganz starke Persönlichkeiten. Aber vielleicht ist es so eine Phase, ja, habe ich auch gesehen, seine Lektion, die er durchläuft, damit eben diese, seine dunkle Geschichte in das Licht verwandelt wird, soll er da durchgehen. Das gehört zu dieser Person, damit er seine Schatten kennenlernt. Ja, und glaub mir, die Personen, die ganz viel Schatten gesehen haben, die sind ganz interessante Persönlichkeiten, ja, wenn die damit klargekommen sind, weil die kennen sich auswendig. Die haben schon so viel gesehen und die haben deren Schwächen in Stärken verwandelt. Gut, ich denke, reicht erstmal mit diesem Deck. Vielen Dank, liebe Karten. Ihr könnt jetzt schlafen. Und wir wollen jetzt das Licht holen. Sterne vom Himmel. Sollst du schauen, ob es für dich passt, dass die Person so tickt, wie sie tickt, dass da diese Geheimnisse gibt, die können nie sofort aus dem Weg geschaffen werden. Ja, da musst du abwägen. Er zeigt sich, da hat er sich als König der Stäbe gezeigt. Er ist auch ein Macher. Er ist auch vital, ja, was seine Funktionen da angeht. Das ist alles in Ordnung. Hier wird es mir wieder gezeigt, dass er so einer Achiever ist, ja, so dass er immer wieder so ein Achiever, so ein Erreicher ist, leistungsgeprägter Mensch. Vielleicht sogar für einige so ein Alpha-Mann, ja, das kann auch hier gut sein. Und ich kann nicht behaupten, dass er da sofort bereit ist, all seine dunklen Geschichten einfach abzulegen. Ich denke, er würde sogar in Widerstand gehen. Er zeigt mir jetzt schon, ja, ich gehe in Widerstand und weh, es mir nicht passt. Und dann werde ich handeln. Ja, also ich werde nicht einfach stillstehen, ich werde sofort aufmerksam, wenn mein Lebensstil oder wenn mir mein Leben nicht mehr gefällt. Ich mag mein Leben, ja, und ich möchte mich vielleicht nicht hier und da verbiegen für irgendwas oder für jemanden. Ich sehe, mein Akku ist so ein bisschen schon mal am Leiden. Gut. Und wenn es um euch beide geht, ja, ich meine, das sind seine Laster, ja, lassen wir bei ihm, ist ja okay. Wenn er denkt, dass das Ganze sogar für ihn gut ist, weil das hat nicht nur negative Seiten, das hat auch positive Seiten. Ne? Eine Kehrseite gibt es hier auf jeden Fall und er sieht diese, er sieht seine Vorteile. Wenn es um euch geht, vielleicht gibt es hier wirklich starkes Überlegen. Okay, nehme ich mir dieses Kelch? Möchte ich es in mein Leben ziehen? Oder gibt es hier noch irgendwelche Troubles, ja, so irgendwelche Probleme, Geschichten? Kann sein, mitgebrachte Geschichten, ja, so dass er hier seinen Rucksack mitgebracht hat aus der Vergangenheit und ein bisschen am Knabbern ist noch an seinen alten Geschichten und muss hier sich erstmal wiederherstellen, updaten, ja, und so ein Update wird er bekommen, okay, ich channele, ja, wird er, hier kommt der Magier, er braucht immer neue Ziele, neues, ich möchte das, ich möchte jenes, ja, gib mir das Universum, bitte gib mir mehr, ich will dies und jenes, gut, ein neugieriger Mann,
hat so eine sehr starke Merkur-Energie, so eine Energie wissen wollen, haben wollen, erleben wollen. Ganz viele Erlebnisse zu sammeln, mit interessanten Menschen umzugehen. Denn das prägt, ja, das formt auch die Persönlichkeit. Man wird auch vielfältiger. Sehr viele Menschen sind sehr rigide. Ja, die entwickeln deren Persönlichkeit auch vielleicht bewusst nicht mehr weiter. Wo man in Schubladen denkt, natürlich, das geht schneller. Aber irgendwann soll man schauen, okay, ist meine Schublade vielleicht sogar vermüllt, vielleicht gilt sie nicht mehr, vielleicht ist das nicht zeitgemäß. Ja? Und er nimmt seins, er nimmt seins. Eine ganz frische Energie, die ich hier spüre. Ich sehe mein Ziel und ich sehe keine Hindernisse. Und ich möchte dorthin. Ja, sei es mit Stirn gegen die Wand. Wenn es sein muss. Da war ich bei euch. So viele Fünfen zeigst du mir. Schon. Drei Stück. Drei Stück ist besser als zwei. Drei ist schon ein Fortschritt. Da gehen wir schon weiter. Da gehen wir in die Konfrontation. Ja, da wird es schon heißer. Ja, da wird schon gekämpft, da wird schon angeguckt. Okay, was muss ich tun? Was muss ich tun? Ja, wo er hier leidet, ja, aber da wird er in seine Transformation gehen. Er braucht, sei seine Muse. Ja, inspiriere ihn. Und dann bist du eben für ihn auch lecker. Ja, du bist interessant, sei es von dem, was du anbietest, was du für eine Energie ausstrahlst, was du schon selbst alles weißt. Und dann wird er sich von alleine motivieren. Er wird jetzt sogar zu so einem Wirbelsturm, ja, weil der Maya, der lässt seins nicht weg. Ja, der holt es sich und er mobilisiert all seine Kräfte und er wird danach greifen. Was hier wichtig ist, ne, hier braucht es nur ein bisschen Zeit, um zu verstehen, okay, können wir etwas Stabiles miteinander aufbauen? Okay, nenne das, sei es Liebesbeziehung, ja, eine gute Beziehung. Eine freundschaftliche, okay, da lehne ich mich nicht so weit aus dem Fenster, aber vielleicht schaust du einfach auf einen guten Freund, ja, und du denkst dir, ach, für mich muss das nicht sein, dass wir hier heiraten oder sonstiges. Wobei heiraten wäre hier auch da. Ja, hier sind so viele Perspektiven und das ist jetzt eben für euch so maßgeschneidert, dann ja, musst du gucken, okay, was resoniert jetzt genau mit dir? Was wäre euer Ideal? Was kannst du dir denken? Was könnte er sich vorstellen? Aber hier ist es erstmal der Anfang. Es geht erstmal um den sachten Anfang. Ja, er wird diese Chance greifen, auch wenn es nicht so einfach für ihn ist. Aber hier muss ein Austausch stimmen. Ja? Geben und nehmen. Was gibst du mir? Was gebe ich dir? Weil, wie gesagt, es gibt ganz viele tausend Gründe, die Person hat, um abzuwägen. Es ist nicht einfach so, ja, du gefällst dieser Person. Du gefällst. Hier, du gefällst, du. Ein Stern. Du bist ein Stern. Siehst du, für diese Person, sage ich dir. Du bist schön, ja, du bist interessant. Vielleicht hast du selbst auch ganz schön viele Interessen und du hast selbst auch Träume, sonst vielleicht spiegelt das, ja, sonst würde ich das auch nicht so explosiv hier ansprechen. Ich muss geben und nehmen auf jeden Fall stimmen. Ich finde, das soll überall stimmen. Ja, wo einer zu wenig gibt oder zu wenig nimmt oder zu viel gibt, ja, das ist künstlich herbeigeführte Dysbalance. Ja, man hat sich nicht die Zeit gelassen, um nachzudenken. Okay, wie gehe ich da auch irgendwo rational durch? Und König der Schwerter, glaub mir, er hat so einen klaren, kühlen Kopf. Ja, er wird mit Hindernissen umgehen können, mit Schwierigkeiten, die er da hatte. Ja, haben wir gesehen, die er auch noch hat. Welcher Mensch hat die nicht? Ja, irgendwas gibt es ja immer und das ist ganz normal. Ja, das wird es auch immer bleiben. Wir müssen nicht denken, okay, einmal heilen wir und dann passiert uns nie wieder was. Naja, wenn es dir nie wieder passiert, ich wünsche es dir natürlich, ich wünsche es euch vom ganzen Herzen, ja, das ist auch mein Job hier, was ich hier tue, sodass es euch immer besser geht, sodass ihr besser lebt, eine bessere Lebensqualität habt. Aber ich bin nicht diejenige, die euch rosa-rote Brillen verpasst und sagt, ha Leute, guckt euren Film, jetzt seht ihr nur noch einen Hörner überall
und lebt in dieser Welt, ja, in dieser 3D pinken Welt. Das ist nicht die wahre Realität. Du weißt ganz genau, was da draußen alles passieren kann. Und das soll man akzeptieren. Ja? Sonst ist man wie abgehoben irgendwo und die Erde siehst du dann von so einem Raumschiff, ja, und du denkst dir, okay, die Erde ist mir zu weit, und aber ich bin ja da und ich denke, diese Welt ist heil. Okay, was soll ich noch hier rüberbringen, bitte? Alles wird sich stabilisieren, und zwar sogar sehr schnell, sehr schnell. Ich spüre das sogar in meinem Körper, wie schnell, wie gesund diese Energie ist. Auch er wird sich aufbauen, ja, so ein Herrscher, so ein richtiger, starker Herrscher wird mir hier gezeigt. Durch diese Transformation wird er gehen. Er wird sich seine untersten Etagen auch anschauen, gucken, okay, wo kann ich sanieren, wo kann ich renovieren, was kann ich Neues in mein Leben ziehen, etwas Schönes, und das wird er hier tun. Also du brauchst hier nicht zu denken, dass er, also deswegen diesen dunklen Geschichten, dass er da irgendwelche sogar dunklen Geschichten sowas von liebgewonnen hat. Das hat er nicht. Das hat er nicht, sonst wären mir hier diese Energien nicht gezeigt, wo er da ganz gezielt etwas unternimmt, sonst wäre er mir hier einfach zu langweilig. Und der ist es nicht. Ja, das ist ein gut funktionierender, gut denkender Mann, der auch etwas aus sich machen möchte. Okay? Bitte hier nicht paranoid werden und denken, okay, er könnte dies und das und das und jenes. Na, aber wenn du noch keine Paranoia hast, heißt es auch nicht, dass die Aliens nicht hinter dir her sind. Also, das ist auch ganz schön wichtig, ja? Immer wieder Balance. Wir schließen jetzt ab. Ich möchte letzte Energie. Yes, nichts wie ran. Los, Start. Ja, Startschuss. Holt euch eures. Er wird aktiv. Die Energien fließen. So soll es sein. Wow, cool. Yes, Leute, ich habe es für euch hingekriegt. Ne? Ich habe es hingezaubert. Schauen wir mal, wir haben sogar geschossen und getroffen. Startschuss. Und hier, Amors Pfeil hat getroffen. Romantische Liebe. Da. Bitteschön. Okay, Trommelwirbel. Da. So soll das sein. Bitte liken, abonnieren, kommentiert als Dankeschön. Ja, jeder kann ein Herzchen schicken, das ist perfekt. Ja, ihr könnt mich weiterempfehlen, ihr könnt bei mir private Legungen buchen, ihr könnt bei mir ganz viele Sachen, ganz coole Sachen buchen, wenn ihr Lust habt. Macht das und alles Liebe für euch, meine Lieben. Und lasst auch die anderen euer Licht sehen und das die ganze Zeit. Alles Gute, ich liebe euch. Ciao.